Die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Die Bibel zeigt uns, wer Jesus ist und wer Gott ist. Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass das Wort lebendig ist und Kraft hat, dich zu verändern. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, die Bibel wirklich täglich zu lesen, um herauszufinden, wer Gott wirklich ist. In der Bibel gibt es so viele Schätze. Und wie kommen wir an diese Schätze ran? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und dazu gibt es das Bible Mining. Viele Schätze liegen aber nicht einfach nur an der Oberfläche, sondern sie sind nur zu erreichen, wenn wir wirklich die Bibel nicht nur lesen, sondern auch studieren und wirklich sehr tief in das Wort Gottes einsteigen. Und ich möchte euch zwei Erkenntnisse mitgeben, die ich beim Bibelstudieren hatte. Ich durfte im Buch der Richter durch mein Farbsystem herausfinden, dass die Gnade Gottes immer größer war als die Sünde des Volkes. Ich habe mir angestrichen, wo das Volk böse war. Ich habe mir angestrichen, wo Gottes Gnade groß war. Und durch dieses Verhältnis durfte ich lernen, dass Gottes Gnade immer größer war als die Sünde des Volkes. Auch gerade bei kontroversen theologischen Themen ist es für mich sehr wichtig geworden, die Bibel tiefer zu studieren. Manchmal lohnt es sich, nicht bloß eine Aussage zu lesen, gerade in Bereichen wie Frauenpredigen oder Kopfbedeckung. Für mich war es wichtig, da wirklich nicht nur die Bibel in einem Wort festzuhalten, sondern wirklich im gesamtbiblischen Kontext zu schauen, was will Gott mit der Aussage eigentlich sagen. Und gerade dafür lohnt es sich, die Bibel wirklich nicht nur zu lesen, sondern wirklich zu studieren und tief in das Wort Gottes einzusteigen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir möchten mit euch gemeinsam die Bibel studieren und die Tools anwenden, um tiefer in den Philipperbrief einzusteigen. Yes, sehr cool. Genau, ihr könnt mal klatschen. Voll cool. Und damit ihr so ein bisschen wisst, mit wem ihr das heute zu tun habt, stellen wir uns mal eben vor, wer bist du denn eigentlich? Yes, ich bin Kim, ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Schwabenland. Haben wir hier irgendwelche Schwaben? Yes! Wie cool ist das denn? Gibt es auch noch Schwaben, die auch noch VfB-Fans sind? Yes! Okay, ihr seid mir direkt sympathisch. Genau, ich bin Theologin, ich arbeite an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und lebe aber gerade in Frankfurt und mache da Gemeindegründung, Hausgemeindegründung, weil es mir auf dem Herzen liegt, dass Menschen Jesus kennenlernen und dafür will ich mich mit meinem Leben einsetzen. Wer bist du, Jasmin? Voll cool. Ich bin Jasmin, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Hamburg, aber hier ist wahrscheinlich keiner, oder? Wow, da hinten. Ein paar wenige. Genau, vielleicht kennt ihr mich von dem Instagram-Profil Liebe zur Bibel. Ich liebe es, Gottes Reich zu bauen. Ich bin eigentlich Kommunikationsdesignerin, studiere jetzt aber auch Theologie. Genau, und wir führen euch jetzt so ein bisschen durch den Abend. Ja. Und damit ihr euch auch besser kennenlernt, wollen wir jetzt kurz von euch, dass ihr euch zu eurem Nachbarn dreht, rechts oder links von euch, und ganz kurz über die Frage sprecht, was ist euer Lieblingsbuch in der Bibel oder euer Lieblingsvers und warum? Ihr habt 60 Sekunden Zeit und es läuft ab jetzt. Okay, mega cool, dass ihr noch drüber redet. Ihr könnt das Gespräch auch nach der Veranstaltung noch weiterführen. Hier drin, das hat Jasmin schon in ihrem Video gesagt, geht es um Bible Mining. Es geht um die Bibel. Und die Bibel, die ist nicht nur irgendein altes, langweiliges Buch, das vor mehreren tausend Jahren geschrieben wurde, sondern sie ist das lebendige Wort Gottes, das wir schwarz auf weiß haben. Und wie cool ist es, dass wir in einem Land leben, wo wir einfach freien Zugang zur Bibel haben, wo wir einfach hier sitzen können, ganz frei, und die Bibeln auf dem Tisch haben und das gemeinsam lesen können. Das ist so ein krasses Privileg.
In der Bibel lernen wir Gott besser kennen. Wir erfahren mehr darüber, wer er ist, wie er tickt, wie er die Welt sieht und wie wir ein gutes Leben nach seinen Maßstäben führen können. Und genau deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen, besser zu verstehen und wirklich tief zu graben. Und das wollen wir hier tun. Wir wollen euch Werkzeuge an die Hand geben, damit ihr die Bibel besser verstehen könnt. Und das nicht nur auf dem Christival, sondern vor allem auch dann, wenn ihr wieder zu Hause seid, in eurem ganz normalen Alltag, dann eine neue Leidenschaft für Gottes Wort entdeckt. Weil die Bibel ist heute relevanter denn je. Und wir glauben auch, dass Gott zu 100% heilig ist und dass ihm allein die Ehre gebührt. Und deswegen wollen wir echt mit Anbetung jetzt starten. Wir haben ein richtig cooles Worship-Team da, Chris und Henny. Die werden jetzt schon nach vorne kommen. Applaus für Chris und Henny. Genau, und wir wollen das echt mit Gebet starten, weil wir echt daran glauben, dass Gott jetzt sprechen möchte durch sein Wort. Wir glauben wirklich, dass das Wort Gottes lebendig ist und Kraft hat. Und deswegen geben wir jetzt diesen Morgen Jesus und bitten ihm einfach um seine Gnade, dass er uns jetzt einfach hilft. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir dafür, dass du jetzt da bist, Gott. Und ich bete, dass du Herzen öffnest, Gott. Dass du wirklich Herzen öffnest für dein Wort, Jesus. Ich bete, dass du es tief pflanzt, dass es wirklich wächst in uns. Dass wir das anwenden können, was wir lernen, Gott. Ich bete, dass jetzt wirklich dein Heiliger Geist kommt, dass wir offen sind. Dass du jetzt wirklich einfach wirkst. Wir wollen dich mehr kennenlernen, Jesus. Wir wollen dich mehr erleben. Und das können wir durch dein Wort. Und deswegen bete ich einfach, dass du jetzt kommst, dass du da bist, unsere Herzen vorbereitest und wirkst. Danke, Jesus. Amen. Hey, vielen Dank, liebe Band. So gut. Voll gut. Richtig cool. Ihr seht, wir sind jetzt zu viert. Sind zwei nachgefolgt. Philipp und Sabine. Hey, schön, dass ihr da seid. Hey, ja. Philipp, du warst 13 Jahre Pastor und hast dann entschieden, an die FTH in Gießen zu gehen, bist da jetzt Professor für Theologie. Voll cool, dass wir dich heute begrüßen dürfen. Du leitest uns heute durch den Morgen. Wir dürfen von dir heute. Freue mich, hier zu sein. Moin. Cool. Sabine, du bist angehende Pfarrerin, so war das, genau. Cool, dass wir dich da haben dürfen. Du wirst uns heute, Abend wollte ich gerade schon wieder sagen, heute später dann einen kleinen Impuls geben. Und damit wir euch auch so ein bisschen näher kennenlernen, habe ich erstmal an dich, Philipp, drei ganz kleine Fragen, und zwar Instagram oder Facebook? Weder noch. Wow. Hey, sorry. Keine Zeit. Stilles Wasser oder Medium? Still. Musik oder Sport? Musik. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsbuch und warum ist es das Lieblingsbuch von dir? Du meinst deine Bibel, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil es geht ja um die Bibel. Also es gibt keine anderen Bücher. Ja, doch, es gibt viele Bücher, aber wenn du mein Büro kennen würdest, würdest du... mein Lieblingsbuch in der Bibel, schwer, aber ich würde sagen die Psalmen, weil in den Psalmen, das sind ja so Lieder, Gedichte, und da werden so alle möglichen menschlichen Emotionen ausgedrückt. Und das hilft mir manchmal für mein eigenes Gebetsleben, wenn ich selber die Worte nicht finde. Dann nehme ich die Psalmen und dann kann ich Freude ausdrücken und Klage und Leid und alles dazwischen, und das ist wirklich, wirklich hilfreich. Hey, voll cool, danke. Du, Sabine, das gleiche Spiel bei dir, offline oder online? Offline. Wow. Psalm oder Sprüche? Psalm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Cool. Und von dir würden wir gerne wissen, warum liest du gerne die Bibel? Ich lese die Bibel gerne, weil ich da wahnsinnig viel für mein eigenes Leben lernen kann, und am liebsten lese ich sie gemeinsam, deswegen freue ich mich mega, dass wir hier so viele Leute sind heute. Hey, mega cool. Danke, dass ihr da seid. Voll cool. Ja, Sabine, du darfst nochmal für einen Moment die Bühne verlassen. Philipp kann gleich hier bleiben. Auf euren Tischen habt ihr vielleicht schon so einen grünen großen Zettel entdeckt, wo Slido draufsteht. Slido ist eine App, mit der man Fragen stellen kann, entweder anonym oder mit Namen. Es wäre cool, wenn ihr euren Namen dazu schreiben könntet. Wenn ihr nachher im Laufe der Veranstaltung eine Frage zum Philipperbrief habt, dann ist es einfach ein bisschen persönlicher. Aber wenn euch das unangenehm ist, dann ist es natürlich auch gar kein Problem. Ihr könnt nachher, wie gesagt, Fragen über diese App stellen und wir werden unser Bestes geben, um euch diese Fragen schriftlich oder auch später Philipp während seines Vortrags zu beantworten. Die Antworten können dann auch nachverfolgt werden. Also wenn ihr eine Frage gestellt habt, dann guckt immer schnell nochmal rein. Da sind dann unten so zwei Pfeile oder ein Pfeil da und da seht ihr dann, ob schon jemand geantwortet hat. Vergesst es nicht, weil sonst seht ihr gar nicht, ob eure Frage beantwortet wurde. Ihr könnt Fragen außerdem auch liken. Das heißt, wenn ihr eine Frage seht, die ihr richtig gut findet, dann könnt ihr da auf so ein Herz klicken und dann geht diese Frage automatisch nach oben, sodass wir sie schneller sehen.
Es gibt auch ein WLAN, das müsste da oben angezeigt werden, genau. Und das war's von unserer Seite für jetzt. Und ich würde sagen, Bühne frei. Philipp, du hast das Wort. Danke. Ich habe eine Entweder-Oder-Frage an euch zum Start. Theologie, cool oder uncool? Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich wollte es euch auch beweisen. Ne? Hier Chris, unser Bandleader. Ja, also cool. Wie kann man noch cooler sein? Ja, man hat eine Band, man hat so eine coole Mütze. Ja, und Chris ist Theologe. Ja, ob er es glaubt oder nicht, ich weiß es deshalb, ich habe seine Bachelorarbeit benotet. Ich sage euch nicht, welche Note. Aber der Punkt ist einfach, ne, Theologen sind richtig cool. So wollte ich einfach nochmal sagen. Und Theologie ist cool, Theologie ist spannend. Also nicht, dass ihr denkt so, boah, ich habe mich hier fürs falsche Ding angemeldet, wird alles mega langweilig und trocken und so. Sondern Theologie ist cool, Theologie ist nicht nur lebensverändernd, Bibelstudium ist lebensverändernd, sondern ist auch richtig, richtig spannend. Und ich hoffe, das werden wir merken im Laufe der nächsten 45 Minuten, Stunde, was auch immer. Bible Mining ist der Titel von unserem Ding, was wir hier machen, tiefer graben in der Bibel, Schätze heben. Und zunächst mal müssen wir uns klar machen, die Bibel ist ja irgendwie ein Buch, ja, von Gott eingegeben, inspiriert, aber besteht aus ganz vielen Einzelbüchern. Hat jemand mal nachgezählt, wie viele Einzelbücher? 66, sehr gut. Das waren die Hamburger, ne, war die Schwaben, sitzen alle hier. Na, aber ihr wisst es auch. Ah, da sind auch so viele Schwaben, das macht mich komplett nervös. Ich bin in Baden geboren, bitte seid, ja, ich, sorry, würdet ihr trotzdem zuhören noch? Nicht gleich gehen, okay. Also, 66 Bücher, die zu unterschiedlichen Literaturgattungen gehören, so nennt man das. Ne? Also, es gibt so Erzähltexte im Alten Testament, es gibt prophetische Texte, es gibt die Psalmen, Gedichte, Lieder, es gibt in der Bibel apokalyptische Texte. Die Offenbarung am Ende des Neuen Testaments. Es gibt die Evangelien, wo wir was über das Leben Jesu lernen. Und es gibt Briefe. So, und jede dieser Gattungen muss man ein bisschen anders lesen. Ja, das ist euch klar. Ihr müsst eine Gebrauchsanweisung ein bisschen anders lesen als ein Liebesbrief. Ja, eine Insta-Story muss man ein bisschen anders lesen als irgendwie eine Mahnung vom Finanzamt oder so. Ja, es sind unterschiedliche Gattungen und wir haben es beim Philipperbrief logischerweise mit der Gattung Brief zu tun. Und bei Briefen ist immer cool, wenn man sich vorher, vor dem Studium mal Gedanken macht, okay, wer hat diesen Brief eigentlich geschrieben? An wen wurde dieser Brief geschrieben? Unter welchen Umständen wurde der Brief geschrieben und warum eigentlich? Also vier Fragen. Ja? Wer hat das Ding geschrieben, an wen, unter welchen Umständen und warum? Und da würde ich euch jetzt gerne ein paar kurze Minuten mit reinnehmen, so ein bisschen das allgemeine Setting mal festnageln, in dem wir uns bewegen beim Philipperbrief. Und dann werde ich euch sagen, was ihr zu tun habt, weil ihr müsst hier richtig was schaffen. Ne? Und so mal richtig selber aktiv werden gleich. Also, wer hat den Philipperbrief geschrieben? Paulus, meist von euch werden den kennen, über den könnten wir auch einen ganzen Vormittag uns unterhalten. Was ist wichtig, über Paulus zu wissen? Paulus war in seiner frühen Berufsphase, hätte ich fast gesagt, ein beinharter, knallharter Christenverfolger. Also die ersten Jesus-Nachfolger, die wurden verfolgt relativ schnell dann und Paulus war ganz vorne dabei, hat die schikaniert und hat sogar dafür gesorgt, dass einige ermordet wurden. Und dann gab es in seinem Leben so einen richtig krassen Game-Changer, ihr könnt es nochmal nachlesen, Apostelgeschichte 9, da begegnet ihm der auferstandene Jesus auf dem Weg nach Damaskus und auf einmal ist das komplette Leben von Paulus auf den Kopf gestellt, er war komplett verändert. Und diese Veränderung, die er erlebt hat, die beschreibt er an einer Stelle auch im Philipperbrief in Kapitel 3. Kapitel 3 kommt eigentlich erst morgen, ne, aber so ein kleiner Preview für euch. Wir haben das auch auf der Folie, Philipper 3, die Verse 8 und 9. Da beschreibt Paulus diesen Game Changer. Da steht, mehr noch Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Andere Übersetzungen sagen Dreck. So, sei mal nichts mehr. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch,
mit ihm verbunden zu sein. Wenn jemand das sagen kann, dann hat er was Lebensveränderndes erlebt. So, Jesus ist alles, weil Paulus sagt, das haben wir gestern mit denen, die da waren, im Kapitel 1 gesehen, Philipperbrief, ich kann sogar sterben. Der Tod kann mir das, was das Wichtigste für mich ist, nicht nehmen, nämlich Jesus. So war Paulus drauf, das war der Gamechanger in seinem Leben und das ist der Paulus, der diesen Brief schreibt. Ein Paulus, der Jesus liebt, der für Jesus brennt und für den Jesus alles ist. So, zweite Frage, an wen wurde der Brief geschrieben? An Christen in Philippi im heutigen Griechenland. Und hier läuft gerade gleich so ein schönes, von Erfurt nach Philippi. So, kleine Flugshow, ne? Schön nach Süden, da wo es warm ist. Zurzeit richtig, richtig warm, eigentlich schon zu warm. In Griechenland. Eine Stadt, Philippi, die eine römische Kolonie war. Also man hat damals gesagt, das ist so wie so ein kleines Rom. So Rom in Miniatur. Die Philipper waren mega stolz drauf, dass sie so eine römische Kolonie waren. Ja, also richtig so, oh, wir sind Römer, richtig cool und so. Und dort in Philippi gründet Paulus mit einem Team eine Gemeinde. Und das Spannende ist, es ist die erste Gemeinde in Europa. Ja, das müsst ihr euch klar machen, so die erste Gemeinde auf dem europäischen Kontinent, das erste Mal, dass der christliche Glaube sozusagen Fuß fasst in Europa, war hier in Philippi, erste Gemeinde und von dort ging es dann los bis zu uns nach Hamburg, nach Schwaben, nach Erfurt, wo auch immer. Das war die erste Church und Paulus war der Gründer und er hatte ein besonders liebevolles, warmherziges Verhältnis zu den Freunden in Philippi. Die Gemeinde hat er gegründet so circa 50, 51 nach Christus und den Brief schreibt er so 10 Jahre später, so 60, 61 nach Christus, schreibt er diesen Brief und wichtig ist zu verstehen, er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Und das müsst ihr immer im Hinterkopf haben, wenn ihr diesen Brief lest und studiert. Hier schreibt ein Mann, der im Gefängnis sitzt, vermutlich in Rom, ist nicht hundertprozentig sicher, aber die meisten gehen dann von aus, es war in Rom. Wie kam Paulus ins Gefängnis? Ganz einfach, er hat Jesus verkündigt und das ist vielen, vielen Leuten ziemlich auf die Nerven gegangen. Sie haben gesagt, du zettelst hier Revolutionen an und das geht alles gar nicht und das ist ganz, ganz schlimm. Und sie nehmen ihn gefangen und dann zieht Paulus aber die Trumpfkarte und sagt, hey Freunde, ich habe römisches Bürgerrecht und deswegen will ich mich vor dem Kaiser selbst verteidigen. Als Bürger Roms bestehe ich auf einem Prozess vor dem Kaiser. Und so kommt er nach Rom und dort wartet er jetzt auf seinen Prozess, in Haft, in Ketten, wartet darauf, dass er sich verteidigen kann, aber er weiß nicht, wie dieses Ding ausgeht. Er ist wirklich in einer notvollen Situation, er weiß nicht, ob er das überleben wird. Und hier schreibt Paulus diesen Brief und das müssen wir immer vor Augen haben, wenn wir ihn lesen. Bleibt am Schluss noch die Frage, warum schreibt Paulus diesen Brief überhaupt? Ihr habt in eurem diesem blauen Philipperbrief, Christabel Booklet, ein paar Gründe genannt, müsst ihr jetzt nicht nachschauen, könnt ihr im Nachgang nochmal nachlesen. Es gibt mehrere Gründe, warum Paulus diesen Brief schreibt. Ein Grund hat ein bisschen was mit unserem Text heute Morgen zu tun, deswegen highlighte ich den nochmal. Paulus ist klar, dass die Christen in Philippi unter Druck stehen. Okay? Die waren Outsider in ihrer Kultur. Und vielleicht kommt ihr euch manchmal in eurer Schule, im Studium, auf der Arbeit, in eurer Stadt irgendwie vor, so als ganz merkwürdige Outsider-Aliens, so, weil ihr irgendwie mit Jesus unterwegs seid, in den Jugendkreis geht, in eine Gemeinde und so. Das ist die Situation der Leute in Philippi, die waren Outsider und Paulus wusste das, dass es gar nicht so leicht ist, für Jesus zu leben in so einem Setting, wo man irgendwie komisch angeguckt wird, weil man sich zu Jesus und zu so einem Jesus-Lebensstil bekennt. Und die Frage ist, wie lebt man vorbildlich als Christ in einer Welt, in einer Umgebung, die so völlig anders tickt, als wir, als Leute, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. Und das ist eine Frage, die Paulus aufgreift und wo er den Philippern und damit uns heute eine Hilfestellung geben will. Wie lebt man gehorsam und on fire und wirklich hingegeben für Jesus, wenn vieles dagegen spricht? Und wenn viele denken, hey, was für komische Leute sind da unterwegs. Das ist eine Frage, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Wir werden heute gemeinsam einen Textabschnitt aus Kapitel 2 des Philipperbriefs uns anschauen.
Und unser großes Ziel dabei ist, also wenn er uns fragt, so, hey, warum macht ihr diese Veranstaltung? So, unser Herzschlag ist, dass wir euch ermutigen wollen und euch helfen wollen, zu lernen, selbstständig tiefer in der Bibel zu graben. So, dass ihr zu Leuten werdet, denen man nicht alles vorkauen muss, die nicht nur darauf angewiesen sind, dass irgendwelche anderen Leute predigen und euch irgendwas vortragen, sondern dass ihr selber in der Lage seid, tief einzusteigen in Gottes Wort, wertvolle Schätze entdeckt in diesem lebendigen Wort, das schärfer ist, so sagt es der Hebräerbrief, wie ein zweischneidiges Schwert und einfach komplett reinhaut und Leben verändert. Wie cool wäre das, wenn wir alle am Ende des Christivals sagen könnten, mit dem Beter von Psalm 119, diesen Satz, der gleich hier auch auf Folie kommt, Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der fette Beute macht. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal richtig fette Beute gemacht habt, so, also einen richtigen Schatz bekommen, ein mega großes Geschenk, so. Wie cool wäre das, wenn wir sagen könnten, wir freuen uns über Gottes Wort, wie jemand, der richtig fette Beute macht. Dazu soll der Vormittag dienen, im Kleinformat, euch dazu ermutigen und ausrüsten. Und jetzt schauen wir uns nochmal ein kurzes Video an, wo Jasmin uns nochmal motiviert, uns darauf einzulassen und mal erste kleine Schritte des Studiums geht. Und nach dem Video werde ich euch sagen, was euer Job jetzt gleich ist. Da müsst ihr ein bisschen selber was schaffen. Okay? Are you ready? Viel Spaß. Ich stelle euch jetzt ein richtig cooles Tool vor, und zwar die BBA-Methode. Beobachtung, Bedeutung und Anwendung. In der Beobachtung geht es darum, den Text einfach nur zu lesen, was steht geschrieben. Was steht geschrieben? Und das können wir mit zwei Methoden machen. Ihr seht die Lesezeichen vor euch. Wir haben einmal die Farbmethode und einmal die Symbolmethode. Und da könnt ihr aussuchen, welche Methode nehme ich, um einfach nur den Text zu beobachten. Es geht weniger darum, den Sinn rauszufinden, sondern mehr darum, was steht eigentlich im Wort Gottes? Als nächstes kommen wir zur Bedeutung des Textes. Und da ist es wichtig, sich zu fragen, was bedeutet der Text? Was möchte Gott uns damit sagen? Da findet ihr Fragen auf der Rückseite des ersten Lesezeichens, die euch irgendwie anregen, wirklich mehr rauszufinden, was bedeutet der Text? Sowas wie, wer ist Gott? Wie sind seine Charaktereigenschaften? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Wie steht der Mensch in Beziehung zu Gott in der Bibel? Das sind Dinge, die du dich fragen kannst, um rauszufinden, was bedeutet der Text? Und zum Schluss kommen wir zur Anwendung. Wie kann ich das Gelesene praktisch in meinen Alltag anwenden? Wir möchten, dass Gottes Wort wirklich in uns fließt, sodass es wirklich in unseren Alltag einfließt, dass wir es in unserem Alltag wirklich etablieren können, dass wir wirklich das leben, was wir lesen. Und das wollen wir lernen mit der Anwendung. Wir wollen gucken, wie können wir das wirklich in unser Leben ganz praktisch umsetzen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Wir wollen tiefer einsteigen, ins Bibellesen, aber auch ins Bibelstudieren. Deswegen nehmt euch eure beiden Lesezeichen zur Hand. Wir steigen jetzt tiefer ein ins Wort Gottes. Jo, also was ihr jetzt braucht, ist euer blaues Christabel Philipperbrief Booklet oder eure eigene Bibel. Übrigens wollte ich noch sagen, ich sehe ganz viele mit eigener Bibel hier so, ich finde das mega ermutigend so. Und ihr könnt das, was wir jetzt machen, gerne auch in eurem eigenen Ding machen und da drin rummalen. Ja? Aber ihr könnt dieses Booklet nehmen, Philipper 2, Abvers 12 bis 30, das ist unser Text für heute. Wenn ihr das Booklet nicht dabei habt, gibt es auf den Tischen noch den Text auf extra Kopien. Das brauchen wir jetzt und wie Jasmin schon im Video gesagt hat, nehmt mal diese zwei Lesezeichen zur Hand, die ihr hoffentlich auch an euren Plätzen gefunden habt. Das eine erwähne ich nur kurz, das ist das mit den Symbolen drauf, okay? Das ist ein bisschen komplexer, ja, aber auch richtig cool, das steckt ihr euch ein, könnt ihr zu Hause selber mal ausprobieren, ja, führt jetzt für heute Morgen ein bisschen zu weit, ne? Also das packt ihr weg, wir nehmen das zweite Lesezeichen, wo auf der einen grünen Seite draufsteht, Gott Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, Sünde, Zuspruch, Anspruch und so weiter. Das ist das Lesezeichen, was wir brauchen. Und das dritte, was ihr braucht, sind diese kleinen Boxen mit Farbstiften an euren Tischen. Ja? Diese Farbstifte könnt ihr nachher mit nach Hause nehmen. Okay? Ein Geschenk. Bitte jetzt nicht einfach die Farbstifte nehmen und rausgehen, auch die Schwaben nicht. Okay? Okay, also, das sind die Dinge, die wir brauchen. Und ich erkläre euch jetzt kurz, was wir machen. Ihr schaut euch den Text an und alles, was mit Gott zu tun hat, wo Gott vorkommt, markiert ihr, das wäre mein Vorschlag, weil so werde ich es nachher markieren, ne, und dann sind wir ein bisschen on the same level. Das markiert ihr in Rot, ja, wo Gott vorkommt, Rot. Was markieren wir noch? Wo Jesus Christus vorkommt, Blau.
blau anmalen. Ne, könnt ihr euch auf dem Lesezeichen schon mal hier so neben Gott rot, Jesus Christus blau. Dann machen wir noch Zuspruch. Also alles, was Gott für mich tut, wo Gott mich ermutigt, wo Gott gnädig ist, wo er was für mich tut, das markiert ihr grün. Okay, ja, da haben wir es. Und Anspruch, alles, wo der Text mich zu was auffordert, ja, wo ein Imperativ steht, ja, mach das, tu das oder so, das markiert ihr gelb. Und dann noch zwei richtig spannende Sachen. Überall, wo euch was auffällt, wo ein Wort wiederholt wird, wo ein Wort irgendwie schwierig ist oder erklärungsbedürftig, das könnt ihr so einkreisen, so einen Kringel drum machen. Und das Letzte, dort wo ihr merkt, hey, der Vers, der hängt mit dem anderen Vers zusammen. Oder hier ist ein Wort, das verbindet den Vers mit dem Vers danach oder davor, da könnt ihr so einen Pfeil irgendwie einfach so, wie ihr das wollt, quer rüber über den Text, ja, so, so dass es für euch hilfreich ist, so Querverbindungen markieren. Okay, und das macht ihr jetzt in diesem Text. Guckt mal, wie weit er kommt. Ja, ist jetzt irgendwie keine Prüfung, keiner wird es kontrollieren. Ihr könnt nebenbei auch Fragen stellen. Ich würde euch aber sehr ermutigen, jetzt eher euch mal auf den Text zu konzentrieren, euch da richtig reinzugraben, schön drin rumzumalen. Eine Viertelstunde so, plus minus. Und dann werde ich euch an den ersten Versen versuchen, von hier vorne nochmal vorzuführen, was habe ich angemalt, was könnte man da rausfinden, ja, was beobachtet man, was bedeutet das, und am Schluss machen wir dann noch eine Anwendung für unser Leben. Okay, habt ihr das Gefühl, ihr habt verstanden, was zu tun ist? Ja, sorry, ihr habt vielleicht gedacht, Christabel ist Freizeit, aber jetzt wird richtig geschafft. Aber es lohnt sich, okay? Viel Spaß. Oh, ich habe noch was vergessen. Es laufen hier so komische Gestalten, hätte ich was gesagt, so Theologiestudenten von unserer Hochschule rum, die auch zur Verfügung stehen, wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach die mal anhauen, okay? Thank you.
So, wir müssen diese Übung leider unterbrechen. Da gibt es noch ganz viel mehr zu entdecken. Der Text ist relativ lang. Wir schauen uns jetzt einfach mal die ersten Verse ab Vers 12 an. Danke übrigens für eure guten Fragen. Wir sind noch nicht so ganz hinterhergekommen, alles zu beantworten. Manches kommt jetzt auch so. Also relaxen und manches schieben wir dann im Nachgang noch hinterher. Aber eine Sache können wir da schon lernen, gute Fragen an den Text zu stellen, ist das A und O, weil sonst finden wir keine Antworten. Ne? Also gute Fragen ist schon mal richtig cool. Und jetzt steigen wir mal ein in die ersten
Verse. Kriegen wir mein Screen mal auf den Schirm? Yes. Also ich habe schon ein bisschen strebermäßig vorgearbeitet und ein bisschen angefangen zu malen. Ach so, einfach, es gibt hier kein richtig oder falsch, ja, sondern es soll für euch hilfreich sein. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie das gehen könnte. Also ich habe hier mal begonnen, am Anfang mit Gelb alles anzustreichen, wozu der Text uns auffordert. Ja? Also für die, die im Deutschunterricht aufgepasst haben, das sind die Imperative, ja? Also so Befehlsformen, ja? Was sollen wir tun? Da sagt Paulus, hört auf mich, tut dies, tut es, setzt alles daran. Ja? Also setzt alles daran heißt, hey, macht es euch zur Priorität, das ist super wichtig, das sollt ihr alles reingeben. Das sind die Dinge, die ich jetzt mal hier gelb markiert habe. Dann habe ich auch was grün markiert als Zuspruch, als Ermutigung. Paulus sagt, hört auf mich oder tut es so wie bisher. Ja, das heißt, er will sagen, liebe Philipper, ihr seid schon richtig gut unterwegs. Ja, ihr habt schon ganz viel Cooles für Jesus an den Start gebracht. Ich möchte euch auch loben. Macht es so wie bisher und bleibt einfach dran. Ja, ihr macht es schon gut, na, aber gebt weiter Gas. Ich will euch ermutigen. Deswegen ist es bei mir hier grün. Na, dann seht ihr Gott, haben wir gesagt, das machen wir mal rot. Man hätte auch den ganzen Vers rot machen können, aber mir scheint es so hilfreicher zu sein, dass ich merke in meinem Kopf, okay, hier ist von Gott die Rede. Ja, also wir merken schon, in Vers 12, gelb, ist mehr von uns die Rede, was wir tun sollen. Vers 13, da tut Gott was. Und das, was er tut, ist ein Zuspruch an uns. Das ist seine Gnade, nämlich er bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Das ist ein Zuspruch, eine Ermutigung. Er sorgt dafür, dass ihr wollt und könnt. So, jetzt haben wir so die wesentlichen Farben hier mal ins Spiel gebracht. Und jetzt können wir mal gucken, ob es da noch was gibt, was uns darüber hinaus auffällt. Also mir fällt zum Beispiel auf, gleich am Anfang von Vers 12, dieses Also. Also heißt so viel wie, okay, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Und dieses Also verweist zurück, deswegen mache ich hier mal so einen Pfeil, auf den Abschnitt vorher. Das ist der Abschnitt, den Chris uns vorhin in der Worship-Zeit vorgelesen hat, den sogenannten Christus-Hymnus, wo davon die Rede ist, dass Christus dem Vater gehorsam war, dass er alles aufgegeben hat, dass er alles daran gesetzt hat, uns Rettung zu bringen. Und darauf verweist Paulus jetzt hier zurück und sagt, das ist euer Vorbild. Deswegen steht da also. Und was lernen wir daraus? Manchmal sind so kleine, unscheinbare Wörter richtig wichtig. Also, ne? Das heißt, zu Hause müsste man sich jetzt nochmal den Abschnitt Philipper 2 ab Vers 5 bis 11 nochmal genauer anschauen. Und jetzt geht's weiter, dann sagt Paulus, meine Lieben, ich habe euch vorhin gesagt, Paulus hatte eine ganz innige Beziehung zur Gemeinde in Philippi und hier wird es deutlich, es sind seine Lieben. Und das möchte ich jetzt kurz anwenden an alle Jugendleiterinnen und Jugendleiter. So, das wäre so die Herzenshaltung, die ihr haben solltet für eure Jungs und Mädels, sage ich jetzt mal. Das sind eure Lieben. Die habt ihr ins Herz geschlossen und denen wollt ihr dienen, so wie Paulus der Gemeinde in Philippi. Okay? Das ist jetzt einfach nur so ein kleiner Side-Comment. Okay? Aber Paulus liebt diese Gemeinde. So, er hat sie wirklich auf dem Herzen. So, und jetzt bin ich mir sicher, und es spiegelt sich ja auch in euren Fragen, zwei Dinge sind euch aufgefallen. Ne? Da ist irgendwie von Rettung die Rede und es ist von Furcht und Zittern die Rede. Und das ist ein bisschen komplex. Ja? Weil wir denken so, okay, bedeutet das, dass ich mir meine Rettung, mein Heil, meine Erlösung bei Gott verdienen muss, und zwar mit Furcht und Zittern. Ne? Ich muss Gas geben, ich muss zusammenreißen, ich muss mich an die Gebote halten, ich muss tun, ich muss alles daran setzen und immer in der Angst, es könnte vielleicht nicht ausreichen und Gott ist am Ende gar nicht so zufrieden mit mir. Das scheint hier zu stehen, ist aber am Ende nicht das, was Paulus hier sagen will. Das ist nicht gemeint, sondern wenn Paulus hier den Philippern sagt, Leute, es geht um eure Rettung, ihr müsst was tun, dann heißt es so viel wie, und jetzt aufpassen, Paulus will eigentlich sagen, sorgt aktiv dafür, dass sich eure Rettung in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Okay? Gott rettet euch aus Gnade allein, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Aber hier sagt Paulus, diese Rettung, die muss sich auswirken, die muss man sehen können in eurem Leben. Ja?
Da muss was sichtbar sein an Lebensveränderung. Das ist das, was Paulus hier meint. Wir sind aus Glauben gerettet, aber diese Errettung muss sichtbar werden. Und zwar durchaus in unserem Leben mit Furcht und Zittern. Was ist damit gemeint? Ich glaube, eine bessere Übersetzung wäre, wir sollen leben in tiefer Ehrfurcht und Respekt vor Gott. Tiefe Ehrfurcht und Respekt. Und das bedeutet, wir haben das beobachtet und jetzt fragen wir uns, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir klar haben müssen in unserem Kopf und in unserem Herzen, Gott ist heilig. Und wir können mit Gott nicht machen, was wir wollen. Und Gott findet nicht automatisch einfach alles in Ordnung, was wir tun und wie wir sind. Gott liebt uns, unfassbar, ja, aber er ist nicht unser Buddy. Er ist nicht unser Kumpel, mit dem wir machen können, was wir wollen, den wir rumschubsen können, sondern er ist heilig und wir sollten ihm begegnen als jemand, dem Respekt und Ehrfurcht gebührt. So, das ist der Punkt hier. Und dann ist die Frage, was für eine Ehrfurcht ist es? Ist diese Ehrfurcht nicht doch eher so eine Angst? Sollten wir Angst vor Gott haben? Nein. Dieser Text sagt, wir sollten in einer kindlichen Ehrfurcht vor Gott leben. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das steckt in diesem Text. Ein paar Verse weiter unten ist von uns die Rede als Kindern Gottes. Und dieses Kinder Gottes erklärt uns, was dieses Furcht und Zittern hier oben bedeutet. Stellt euch eine gesunde Beziehung vor von Kindern zu ihren Eltern. Ja? Eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung sieht so aus, dass Kinder Respekt haben vor ihren Eltern, aber hoffentlich keine Angst. Okay? Und genauso sollte unsere Beziehung zu Gott, unserem Vater, aussehen. Wir sind durch den Glauben an Jesus zu Kindern Gottes geworden und dieses Kindsein definiert die Art und Weise, wie wir für ihn leben und wie wir alles daran setzen, gehorsam zu sein und unsere Rettung, unser Heil auch auszuleben. Als gehorsame Kinder in einer Beziehung zu Gott, unserem liebevollen Vater. So, das ist der Anspruch dieses Textes, Vers 12, aber jetzt müssen wir nochmal Vers 13 anschauen und da gibt es dieses kleine Wort denn. Ne? Und ich habe euch gesagt, so diese kleinen Wörter, denn ist eine Begründung. Das heißt, wir sollen alles daran setzen, dass unsere Rettung Auswirkungen hat in unserem Leben. Warum? Weil Gott schon Dinge in uns wirkt. Denn Gott bringt uns dazu, nicht nur so handeln zu wollen, wie es ihm gefällt, sondern er sorgt vielmehr dafür, dass es sich auch lohnt. Und wir lernen, Paulus denkt immer in zwei Richtungen. Er sagt, Leute, ihr müsst aktiv werden, ihr müsst Gas geben. Ich erwarte von euch, dass ihr euch ganz investiert für euren Herrn Jesus Christus. Und gleichzeitig sagt er, aber Gott tut es in euch. Gott bewirkt sogar, dass wir das wollen. Er ist die Motivation in uns. Und er bewirkt auch, dass wir das können. Und es fällt uns schwer, in unseren kleinen Köpfen das zusammenzubringen, aber wir nehmen uns aus diesem Text mit, Paulus sagt nicht, hey, chillt mal, Gott macht alles. Er sagt aber auch nicht, ihr müsst alles machen und Gott schaut sich das aus der Ferne an und sagt, mal gucken, ob es schafft. Sondern es ist immer beides. Wir haben Verantwortung, wir sollen aktiv werden, weil Gott, das ist dieses Denn, weil Gott schon in uns als seinen Kindern am Werk ist. Damit haben wir so diese ersten beiden Verse so ein bisschen entpackt und ich hoffe, ihr merkt, wie viel man am Ende da rausziehen kann, wenn man sich ein bisschen reindenkt. Jetzt gehen wir nochmal in die Verse 14 bis 16und machen zunächst nochmal unsere farbigen Markierungen. Also wir gehen mal auf gelb und markieren mal alles, was hier Anspruch sein könnte. Also da haben wir wieder Vers 14, tut alles ohne euch zu beklagen und ohne Zweifel und Bedenken. Ist eine Aufforderung an uns, gelb. Dann Vers 15, denn ihr sollt fehlerlos und unbescholten sein inmitten einer ungerechten und verkehrten Generation. So, das ist die Aufforderung. Dann gibt es aber auch Zuspruch in diesem Text, ne? Das machen wir grün, wir sind Kinder Gottes, das ist ermutigend.
Wow, wir leben zunächst mal als Kinder Gottes. Das kann uns keiner nehmen. Dann Vers 15b, wir strahlen hervor als helle Lichter in dieser Welt, sagt Paulus, das ist eine Ermutigung. Cool, dass das schon zu gewissen Teilen so ist, zumindest bei den Philippern. Und Vers 16, ihr haltet am Wort des Lebens fest. Das ist auch schon, hat auch schon angefangen, ist ein Zuspruch, ist eine Ermutigung. So, und jetzt schauen wir uns an, wie hängt das alles zusammen, wo gibt es Querverbindungen. Das Erste, was euch vielleicht auffällt, hier kommt wieder, tut alles. Das hängt zusammen mit dem Tun hier oben und mit dem setzt alles daran. Also wir sollen wieder was tun. Wie sollen wir das tun? Also wie sollen wir gehorsam sein und für Jesus leben? Hier steht, ohne uns zu beklagen, ohne zu murren, ohne zu grummeln. Ja? Jesus nachfolgen, das wisst ihr alle, ist manchmal nicht leicht, oder? Und manchmal denken wir, boah, das ist so schwer und da gibt es so viele Gebote und das ist gar nicht irgendwie so easy und Gott erwartet so viel von uns und wir grummeln und beklagen uns, wie schwer Christsein ist. Und Paulus sagt, no way, hört auf euch zu beklagen, ihr seid Kinder Gottes. Ne? Seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr seid Kinder Gottes. Worüber beklagt ihr euch? Gott hat euch alles gegeben, der Schöpfer des Universums liebt euch, will das Beste für euch. Warum beklagt ihr euch? Das ist der Punkt hier. Und dann gibt es wieder eine Begründung hier in Vers 15, denn, warum sollen wir uns nicht beklagen? Weil wir eigentlich aufgefordert sind, fehlerlos und unbescholten inmitten dieser Welt zu leben. Also wir sollen uns nicht zurückziehen aus der Welt, sondern wir sollen in der Welt fröhlich als Vorbilder für andere leben. Und wir können keine Vorbilder und keine Einladungen und Hinweise für Jesus sein, wenn wir ständig nur uns darüber beschweren, wie schwer es ist, Jesus zu folgen. Also wer soll denn dadurch motiviert werden, Jesus zu folgen, wenn wir sagen, hey, ist aber mega schwer. So. Ja. On fire für Jesus sein, Freude an ihm zu haben, darum geht es, mitten in dieser Welt. Und mein wichtigster Punkt heute Morgen ist jetzt, euch klar zu machen, dass die gelbe Farbe und die grüne Farbe miteinander zusammenhängen. Dass der Anspruch, die Aufforderung in biblischen Texten, das, was Gott von euch möchte, immer verwurzelt ist im Zuspruch, in dem, was Gott für euch getan hat. Und deswegen, wenn ihr die Bibel lest, immer dann, wenn eine Aufforderung sozusagen in eure Augen fällt, dann guckt nochmal in den Text rein und stellt euch die Frage, aber wo ist der Zuspruch? Was hilft mir denn, dieser Aufforderung Folge zu leisten? Und was euch hilft, ist hier in diesem Text, ist das hier. Wie können wir fröhlich und ohne uns zu beklagen, gehorsam für Jesus leben, wenn wir in unserem Herzen ganz tief erfasst sind, dass wir Kinder Gottes sind? Okay, Gott, der Vater, hat euch, wenn ihr an Jesus glaubt, adoptiert als seine Kinder. Er liebt euch, so steht es in der Kinderbibel, die ich meinen Kindern vorlese, mit einer Liebe, die niemals aufhört, niemals aufgibt, niemals kaputt geht und immer und ewig gleich stark bleibt. Egal wie viel du verbockst in deinem Leben, Gott liebt dich immer gleich. Und noch was, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auf demselben Level gerankt wie Jesus, der Sohn Gottes. Und das ist unfassbarer Wahnsinn. Dass, wenn du an Jesus glaubst, Gott dich anschaut und sagt, ich liebe dich mit der gleichen Liebe wie meinen einzigartigen Sohn Jesus. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes und Gott, wir sind in Christus. Das heißt, alles, was für Christus gilt, gilt jetzt für uns. Und unseren ganzen Müll und Sünde und Dreck hat er übernommen. Gott liebt uns mit derselben Liebe, wie er seinen einzigartigen Sohn liebt. Und wenn ich das in meinem Herzen verstanden habe, werde ich mich dann noch beklagen? Werde ich mich dann nicht unfassbar freuen und sagen, was für ein Vorrecht, dass ich mit diesem Jesus unterwegs sein kann? Und dann will ich alles daran setzen, hier oben, dass sich meine Rettung auswirkt und dass man an mir sehen kann, dass ich strahle hier unten wie ein helles Licht in dieser Welt und dass ich mich festhalte am Wort des Lebens. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das alles zu empacken, aber ich gehe hier nochmal drauf. Das Wort des Lebens fällt mir noch auf. Wir halten an der Bibel fest, weil sie Leben gibt. Weil Jesus uns Leben gibt, ewiges Leben.
Und zwar dann, vielleicht habt ihr das noch blau markiert, das gönnen wir uns noch am Schluss hier, ne? Wenn Jesus Christus wiederkommt an diesem Tag. Und da habt ihr übrigens in eurem Philipper-Booklet so eine schöne, so einen schönen Side-Comment. Ja, der Tag des Herrn steht da, der Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann hält Gott Gericht und sein Reich bricht endgültig an. Und an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, müssen wir nicht mit Furcht und Zittern vor Gott stehen, weil Jesus unsere Strafe getragen hat. Und das ist dieses Wort, das lernen wir im Wort Gottes und das gibt uns Leben. Und deswegen lest dieses Wort. Es ist ein Wort, das Leben gibt. Glaubt diesem Wort, vertraut diesem Wort. Setzt dieses Wort so hoch an in euren Prioritäten. Nehmt es als die höchste Autorität eures Lebens. Lasst euch nicht einreden, dass dieses Wort irrelevant ist und lasst euch auch nicht einreden, dass dieses Wort unglaubwürdig ist, veraltet, crazy, strange. Es ist Gottes Wort. Und nehmt es nicht selbstverständlich, dass wir es haben in der Sprache, die wir verstehen können und wo wir sogar mit Farben und Bleistift drin rummalen können, um es tiefer zu erfassen. Das möchten wir euch mitgeben. Dieses Wort ist so unfassbar wichtig, weil es das Wort des Lebens ist. Ich hätte jetzt Bock, noch ganz lange weiter mit euch rumzumalen, aber wir müssen hier einen Cut machen und ich hoffe, dass es euch motiviert zu sagen, hey, das kann ich, das ist gar nicht so schwer. Ich muss nicht 10 Jahre Theologie zu studieren, ich nehme ein paar Buntstifte und fuchs mich da noch mal ein bisschen rein und dann entdecke ich meine Schätze, die für mein Leben wichtig und wertvoll sind. Und ich entlasse euch jetzt noch mal in ein paar Minuten Selbststudium oder Reflexionszeit mit folgenden Fragen. Ihr könnt die mit einer Person am besten vielleicht kurz gemeinsam irgendwie euch gegenseitig mal beantworten, so euch teilhaben lassen euren Gedanken. Fragen sind auch oben auf der PowerPoint. Was könnte es für dich bedeuten, in der Welt wie ein helles Licht für Jesus zu strahlen? So wie es der Text sagt. Was könnte das für euch bedeuten und wo fällt dir das vielleicht schwer? Wo musst du ehrlich Gott bekennen, ich strahle nicht so sehr, ich bin eher so ein U-Boot-Christ, ne? Ich versuche nicht aufzufallen. Ja? Versuche so in der Dunkelheit der Nacht in die Jugendgruppe zu gehen, damit es niemand merkt. So, sondern wo könnte ich strahlen und warum fällt es mir schwer? Und dann die zweite Folgefrage, wie hilft dir der Blick auf Jesus, der alles für dich gegeben hat, der am Kreuz für dich gestorben ist? Wie hilft dir der Blick auf Jesus an der Stelle dazu, dass du heller strahlst als Licht in dieser Welt? Ein paar kurze Minuten dafür und dann wird Sabine uns sozusagen das nochmal bündeln und so ganz persönlich nochmal sagen, was dieser Text mit ihr gemacht hat und wo ihre Highlights sind und uns da nochmal mit reinnehmen. Also bewegt diese Fragen nochmal kurz an euren Tischen und dann kommt Sabine.
Es ist mega spannend zu hören, über was ihr so diskutiert. Und ich bin ein totaler Fan davon, wenn man die Bibel liest, direkt auch eine Anwendung zu besprechen. Also nicht nur einfach das zu lesen und den Kopf zu füllen, sondern gleich zu überlegen, wie kann ich Gottes Wort konkret in meinem Alltag umsetzen und so konkret wie möglich zu machen. Und Sabine wird jetzt auf die Bühne kommen und wird aus ihrer Perspektive erzählen, was sie mit dem Text macht oder wie sie das in ihrem Alltag anwendet. Ich habe hier sogar mein Headset. Vielen Dank fürs Mikro, aber ich freue mich sehr, dass das Headset funktioniert. Das haben wir spontan gewechselt. Vielen Dank. Hey, wow, ihr Lieben, ihr habt ganz schön viel gelesen, ganz schön krasse Fragen gestellt. Es war richtig, richtig intensiv bisher. Und ich danke euch sehr für euer drauf Einlassen, für eure Ehrlichkeit und für das ganze Mitdenken. Ich wäre total gern gerade auch an euren Tischen gewesen, weil das finde ich so mit die entscheidende Frage. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich für mich selber, als helles Licht zu strahlen? Ich muss sagen, ich liebe dieses Bild von dem, dass wir als helle Lichter strahlen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den großen Hallen wart, in der ersten Veranstaltung oder gestern Abend, wenn da die ganzen Scheinwerfer sind, die Spotlights, und dann gibt es das manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, da kommt so ein Scheinwerfer so ganz kurz für so eine Millisekunde auf einen drauf, und das ist irgendwie so ein ganz kribbeliges Gefühl, weil man merkt so, wow, hier ist das Licht ganz bei mir und ich habe irgendwie so, ja, einen hellen, leuchtenden Moment. So geht es mir manchmal auch in meinem Glauben und ich finde dieses Bild irgendwie schön. Und es geht da in unserem Glauben nicht nur um diese kleinen Highlight-Momente, vielleicht diese kleinen Highlight-Momente, die wir hier an diesen Tagen erleben, sondern das, was es irgendwie auch bedeutet, zu Hause Licht und Helligkeit zu haben. Ich kann euch sagen, zu Hause liebe ich auch Licht und Helligkeit und versuche, möglichst viele Deckenlampen immer anzumachen. Andere finden das sehr ungemütlich. Ich liebe Licht. Und mein Unterbewusstsein liebt Licht so sehr, dass ich auch heute Morgen, selbst bei diesem Wetter, wieder um 5 Uhr hellwach war, weil der Tag war da, das Licht war da. Ich liebe Licht. Ich weiß nicht, wie es euch gibt. Es gibt Leute, die haben es sehr gerne gemütlich und kuschelig. Aber was heißt es, dass Jesus, dass Gott unser Licht ist? Ich finde dieses Bild so schön, weil genauso wie ich mich so gerne dahin wende, da wo Licht ist, merke ich, dass Gott das in meinem Leben auch tut, dass er in die dunklen Stellen, wo ich irgendwie merke, ich werde müde, ich werde schlapp, ich habe Sorgen, wo ich merke, er leuchtet in mein Herz rein, er ist bei mir und er geht in die dunklen Ecken rein und macht es hell. Und das nicht ab und zu, sondern hoffentlich jeden Morgen neu, wie wir es heute Morgen gehört haben. Wie gesagt, ich wäre voll gespannt zu hören, was ihr entdeckt habt für euren Alltag, was es für dich bedeutet, Licht zu sein. Meine Entdeckung in diesem Text ist, dass da steht, wir sollen Lichter sein. Wir sollen gemeinsam Lichter sein. Das bedeutet nicht alleine, sondern gemeinsam leuchten. Und mich berührt dieser Text so sehr, das sind ein paar Wörter, die habt ihr vielleicht auch entdeckt. Da steht zum einen, da geht es um Mitarbeiter, da geht es aber auch um die Geliebten, da geht es um Brüder und Schwestern. Und ja, wir sind irgendwie nicht nur so eine Arbeitsgemeinschaft, eine AG. Es geht hier gemeinsam um den Wir-Modus, und zwar als Familie. Familie, ganz emotional und stark miteinander verbunden. Und Familie, ja, der Ort, wo nicht alles glänzt. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie ist, aber ich finde, Familie lebt davon. Das sind die Leute, die habe ich mir nicht ausgesucht. Da bin ich meistens reingestellt worden und da gibt es gute Sachen, die wir richtig, richtig gut gemeinsam wuppen können, wo andere Leute vielleicht sogar sagen, boah, deine Familie, da wäre ich gern drin. Aber es gibt auch Sachen, die sind anstrengend. Aber Familie ist auch der Ort, an dem ich hoffentlich Geborgenheit spüre, Vertrauen spüre und miteinander. Und was das hier in diesem Text heute besonders macht, das, was wir da vielleicht selber kennen aus unseren leiblichen Familien, aus unseren Familien vor Ort, der Text spricht uns zu, wir als Christinnen und Christen sind Familie, wir sind Gemeinschaft. Und das finde ich ganz schön krass, weil wir sind wir und wir sind keine Einzelkinder. Wir sind gemeinsam reingestellt und jetzt guckt ihr vielleicht hier so nach vorne, aber ihre Familie, eure Familie, eure christlichen, geistlichen Familienmitglieder, die sitzen direkt nebeneinander, neben euch. Schaut mal rechts, schaut mal links. Könnt ihr jetzt überlegen, ob ihr mal sagt, jo Bruder, jo Schwester, wir sind Geschwister. Und vielleicht merkt ihr jetzt schon, vielleicht an eurem Tisch sind die Leute alle noch ganz cool, aber vielleicht zwei Tischreihen weiter denkt ihr,
Auch die sind Bruder, Schwester, Geschwister. Ich finde das richtig, richtig cool. Aber es ist auch herausfordernd. Da hattet ihr einige Fragen zu. Das finde ich manchmal gar nicht so leicht in dieser Familie. Aber wie ist es für dich hier? Wie ist es für dich zu Hause? Wie fühlst du dich da in der Gemeinde, in der Familie? Wir spielen jetzt mal hier kurz Gemeinde. Wisst ihr nicht, ihr habt einfach euch hier wieder hingesetzt. Ich wollte das hier ohne euch machen, aber wir machen das jetzt gemeinsam. Und zwar, Gemeinde lebt davon, dass wir zwei oder drei sind und da gemeinsam Glaube leben. Und die Frage ist, für mich, für dich heute, wo ist dein Platz? Ist dein Platz hier, wo du sagst, hey, jo, wir sind Familie, Schwester, ich freue mich total, lass uns drüber quatschen. Vielleicht hast du so einen Ort zu Hause, vielleicht auch digital, wo du weißt, da kann ich Gemeinschaft leben. Vielleicht fühlst du dich hier richtig wohl. Vielleicht bist du aber auch eher hier hinten und denkst dir, oh, ich hoffe, mich hat gerade am Tisch keiner gesehen, weil du dir eigentlich denkst, schön, was die da oben alle auf der Bühne machen, aber eigentlich ist das für mich zu viel. Vielleicht willst du da nicht sitzen, ich weiß nicht. Vielleicht bist du auch eher der Mitarbeitertyp und denkst dir, ja, ich habe schon so viel in der Gemeinde gemacht, aber vielleicht wäre es wirklich auch nochmal cool, da zu sitzen und nochmal Gemeinde als Familie zu denken, als Geschwister. Und was ich an Paulus cool finde, ist, dass er das gelebt hat. Das sehen wir in all seinen Texten, dass er das gelebt hat, das Miteinander, das Geschwistersein, und zwar in seinem Alltag. Ich finde, manchmal, das habt ihr auch in euren Fragen gemerkt, ist sein Alltag ganz schön krass. Aber ich glaube, es ist sein Alltag und das, was er für seinen Alltag spricht, im Gefängnis, das gilt auch für unseren Alltag. Wie schaffen wir es da, miteinander Leben zu teilen? Wie schaffen wir es da, unser Licht leuchten zu lassen? Ich kann euch sehr gut sagen, wie wir es nicht schaffen. Das habe ich am Dienstag rausgefunden. Ich habe mich am Dienstagmorgen in mein Auto gesetzt, musste in die Schule, musste da unterrichten, machte das Auto an und es machte nichts. Denn wenn so volle Wochen sind wie jetzt, bin ich manchmal recht schusselig und was ist passiert? Ich habe den Blinker angelassen. Der Blinker hat die ganze Nacht alleine vor sich hingeleuchtet. Und weil der kleine Blinker so alleine war, hat er die ganze Batterie ausgesaugt und das Auto war leer. Ich war also nicht möglich, für mich war es nicht möglich zu gehen, an die Arbeit zu kommen und das Licht, die Batterie war leer. Wir hatten glücklicherweise einen schnellen Ersatz, wir hatten ein zweites Auto und wir haben überbrückt mit so einem schicken Starterkabel, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber dann ist der Motor wieder angesprungen, denn erstens, ich hatte Unterstützung, da war ein zweites Auto und zweitens, die Energie, die Kraftquelle war wieder da. Und ich finde dieses Bild, wie schaffen wir es, gemeinsam zu leuchten, heißt genau das. Wir sind nicht alleine irgendwo die Blinker und müssen versuchen, das alleine immer wieder neu hinzubekommen, sondern da ist, was wir in diesem Text gesehen haben, das Wort des Lebens, da ist diese Kraftquelle, auf die sich Paulus ausrichtet. Paulus lebt aus Gottes Gnade, nicht irgendwie am Anfang des Starterkabel und dann geht es nur alleine, sondern jeden Tag neu dockt er an und sagt, ich möchte von Gott beschenkt werden, ich brauche seine Kraft. Und für mich bedeutet diese Kraft nicht, wow, ich bin jetzt hier an Gottes Kraft angedockt, ich bin jetzt hier die fröhlichste Person, die lebendigste Person, die ganz viel Energie hat, sondern für mich heißt es was Innerliches, dass mir Gott Zuversicht und Freude schenkt. Wie passiert das? Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich habe diese Zuversicht, diese Freude nicht, ich muss mir die schenken lassen. Und ich hatte immer nur ein ganz kurzes Gebet und habe immer wieder gesagt, Gott, schenk mir Frieden in mein Herz. Jeden Tag das Gleiche, schenkt mir Frieden in mein Herz. Irgendwann hat es eine Freundin gemerkt, Gemeinschaft ist so gut und hat gesagt, hier Biene, schreib es dir auf, schreib immer ein kleines Gebet, wo du diesen Frieden spürst. Und ich kann euch jetzt sagen, Jahre, Jahre später, diesen Frieden, den habe ich mir erarbeitet, die hat mir Gott immer wieder neu geschenkt und daraus lebe ich. Und mittlerweile ist es für mich ein ganz konstantes Gefühl geworden, ein ganz konstantes Wissen, Gott ist bei mir, ich kann zuversichtlich sein, weil seine Liebe mich trägt. Ich ermutige dich, such dir den Startpunkt, überleg, wo du gerade heute stehst oder wo du sitzt. Wo sind die Leute, wo du sagst, hey, hier sind wir zu zweit, zu dritt, das kann auch nach dem Christival halten, da können wir in Gemeinschaft sein. Und wenn du gerade hier hinten bist, und dir denkst, boah, hoffentlich sieht mich hier gerade keiner, dann lade ich dich ein, probier das mal mit diesem Startkabel.
probier dich mal an diesen Motor auszuprobieren, anzudocken, mit den anderen zu sprechen und die Zeit hier zu nutzen, um es mal auszuprobieren, gemeinsam einzutauchen, Bibel zu lesen und Gott kennenzulernen. Er ist unsere Kraftquelle und ich habe es in meinem Alltag gespürt. Ich spüre es in meinem Alltag, auch wenn ihr seht, ich bin weiterhin schusselig. Ich merke, er ist da und er trägt mich. Ich möchte euch einladen, das selber auszuprobieren, gemeinsam Bibel zu lesen, da ist so eine Kraft drin. Oder auch in der Musik, im Wort Gottes, miteinander da zu sein, vor ihm zu sein und einfach vielleicht so ein ganz kurzes Gebet zu sprechen. Herr, schenk mir Frieden, gib mir diese Freude, zeig mir, was es heißt, zuversichtlich zu sein. Vielleicht hilft dir auch Musik. Wir haben jetzt Zeit, mit der Band nochmal gemeinsam in diese Beziehung reinzugehen. Überleg dir, was dir gut tut, nochmal drüber nachzudenken, nochmal im Text zu sein oder bewusst aufzustehen und so ein kleines Gebet zu sprechen. Herr, schenk du mir diese Zuversicht. Herr, schenk du mir den Frieden. Zeig du mir, was heute für mich dran ist. So gut, danke. Hey, voll cool. So gut, dass ihr dabei wart und tiefer mit uns in das Wort Gottes eingestiegen seid. Hey, das war jetzt vielleicht ein kleines abruptes Ende, aber ich hoffe, wir haben euch motiviert, wirklich zu Hause noch tiefer einzusteigen. Ihr habt jetzt so Methoden an die Hand bekommen, wie ihr das wirklich zu Hause noch weiterführen könnt. Also lasst es nicht einfach nur bei einem Event bleiben, sondern geht wirklich nach Hause und steigt wirklich tiefer in das Wort Gottes ein. Denn wir glauben, dass allein das Wort inspiriert und heilig ist und dass wirklich Jesus Christus sich allein offenbart durch sein Wort. Deswegen, hey, forscht weiter nach. Hört euch Predigten an, wirklich lasst das Wort tief in euer Herz fallen und fangt an, wirklich Jesus nachzufolgen. Wir glauben, es ist wirklich wert, Jesus ist wirklich wert, ihm nachzufolgen und ihm, also dass wir uns, also unser Leben wirklich Jesus hingeben, komplett. Und das wünschen wir uns für jeden von euch. Yes, Amen dazu. Falls ihr noch Fragen habt, die jetzt nicht im Laufe der Veranstaltung beantwortet worden sind, dann könnt ihr gerne jetzt direkt nach der Veranstaltung zu Philipp kommen oder auch zu Sabine. Die beiden stehen vorne für euch bereit und werden euch Rede und Antwort stehen für all die Fragen, die noch offen geblieben sind. Dann gibt es heute Nachmittag auch hier in diesem Saal einen Space Theologie. Und dort geht es unter anderem darum, dass es so einen heißen Stuhl geben wird, wo einfach ein paar Theologen da sein werden und ihr könnt die löchern mit all den Fragen rund um Gott, rund um Glauben, die schon immer auf eurer Seele brennen. Und das Beste ist, sie müssen euch in 60 Sekunden eine Antwort geben. Also das wird, glaube ich, richtig cool. Dabei sein lohnt sich, es gibt noch freie Plätze, also meldet euch schnell an und kommt hierher heute Nachmittag. Space Theologie. Hinten und auch oben im Café werden Leute vom Team ansprechbar für euch jetzt gleich auch nach der Veranstaltung zur Verfügung stehen, falls irgendwelche Fragen aufgekommen sind oder ihr das Gefühl habt, hey, da wurde jetzt gerade irgendwas angeregt, ich würde da gerne drüber sprechen oder ich würde gerne mit einer Person beten, dann nimmt es wirklich einen Anspruch. Das ist ein Seelsorgeteam, das extra das ganze Christiville da ist, um Menschen was Gutes zu tun, um mit Menschen ja, im Gebet auch einzustehen, so wie wir das gehört haben. Wir sind gemeinsam unterwegs, nutzt es nicht als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Genau, ihr könnt die Stifte und die Lesezeichen mitnehmen, die gehören euch. Und wir haben dort hinten noch einen kleinen Büchertisch, den könnt ihr auch angucken. Da sind Bücher zum Bibel verstehen, Bibel auslegen, könnt ihr auch gerne mitnehmen. Wir haben auch Ansichtsexemplare von der induktiven Studienbibel, die hält der Kevin da hinten hoch. Kann ich sehr empfehlen, die Bibel. Also guckt euch die auf jeden Fall an. Die ist nicht zum Mitnehmen, sondern einfach nur zum Angucken. Genau. Yes, zum Abschluss wollen wir Danke sagen. Danke, dass ihr da wart. Danke für euer Mitmachen heute. Danke an unsere Sprecher Philipp und Sabine, an die Technik, die Band, die Theologiestudenten und alle im Hintergrund. Es war Hammer mit euch. Mich hat es vorher beim letzten Lied, habe ich so in die Runde geguckt und mich hat es so bewegt zu sehen, wie so viele junge Leute zusammenkommen, um gemeinsam auf Gott zu schauen und ihn von Herzen anzubeten. Und ich glaube, da steckt so ein Potenzial drin und ich glaube, dass Gott sich richtig über euch heute freut. Und ich würde gerne zum Abschied noch für uns alle beten.
Herr, ich danke dir so sehr für diesen Tag heute, für diese Zeit, die wir gemeinsam gerade hatten, wo wir tiefer in dein Wort einsteigen durften. Und ich bete, dass es nicht was ist, was jetzt einfach auf dem Christiwill bleibt, sondern dass jede und jeder, die heute hier waren, das mitnimmt wieder zurück in den Alltag und eine neue Leidenschaft und neues Feuer für dich und für dein Wort bekommt und merkt, dass das Leben mit dir das Allerbeste ist, weil nur du allein erfülltes Leben und ewiges Leben bietest. Ich bete, dass du die jungen Menschen, die hier sind, dass du die wirklich segnest und sie noch eine richtig gute Zeit auf dem Christiwill haben, mit guten Begegnungen mit dir und mit anderen Menschen. In Jesu Namen. Amen. Schön, dass ihr da wart. Genießt noch das restliche Christiwill. Tschüss.